feiert eine der größten Institutionen alternativ Ostern. Ostern ja eigentlich das Fest natürlich auch bei Ihnen im Kalender. Andreas Rubel, Jugendpfarrer im Bistum Speyer. Schön, dass Sie uns zugeschaltet sind. Sind Sie oder ist bei Ihnen schon so richtig angekommen, dass Ostern dieses Jahr einfach wirklich komplett anders sein wird? Ja, es ist völlig anders. Also dadurch, dass Gottesdienstverbot ist, in den Kirchen keine Gottesdienste gefeiert werden dürfen mit der Gemeinde, ist es natürlich ganz anders, denn das ist ja gerade das Zentrale, was wir in der Kirche haben, dass wir uns im Gottesdienst versammeln. Wie können Sie denn Ihren Gemeindemitgliedern da eine Alternative bieten? Ja, einmal gibt es natürlich übers Internet unheimlich viele Möglichkeiten, die werden auch genutzt. Wir haben aber auch für Menschen, die keinen Internetzugang haben oder auch keinen wollen, Angebote. Es liegen zum Beispiel in vielen Kirchen auch Dinge zu mitnehmen aus hier, wenn ich das mal so reinhalten kann. Na klar. Halten Sie ruhig länger rein, dass man sehen kann. Ja. Das sind Predigten für die drei höchsten Tage, Gründonnerstag, Karfreitag und die Osternacht. Das können sich die Menschen mitnehmen und die wurden hier auf dem Tisch auch schon ordentlich abgeräumt. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit in einer Fürbittbox, die habe ich auch mal hier mitgebracht. Da kann man auf Zettel was draufschreiben und reinwerfen. Und ich wohne ja in einer Priestergemeinschaft. Wir sind zu zweit und beten morgens in der Kirche und nehmen dann aus dieser Box die Bitten heraus und nehmen sie mit in unser Gebet. Wie es klassisch auch möglich ist, Menschen stecken Kerzen an und verbinden damit ihr Gebet. Und was ich auch in dieser Zeit ganz besonders spüre, Menschen kommen viel öfter als sonst auch tagsüber in die Kirche, um sich hinzusetzen, zu beten oder ja einfach die Stille zu haben. Also die Kirche bietet Alternativen. Jetzt ist natürlich dann auch die Frage, wie gehen dann auch die verschiedenen Generationen damit um? Gerade natürlich auch Ältere, die, Sie haben es ja auch schon angesprochen, die ja jetzt nicht den technischen Zugang haben. Was erleben Sie? Ja, da erlebe ich das, dass die, sofern sie können, auch in die Kirche kommen und die Dinge, die hier sind, nutzen. Es gibt aber auch viele Pfarreien, die Osterbriefe im Moment erstellen, dass die auch ausgeteilt werden, die Menschen zu Hause hören können, lesen können. Und im Bistum Speyer zum Beispiel, wo ich herkomme, da hat die Kirchenzeitung fürs ganze Bistum, für alle katholischen Haushalte eine eigene Ausgabe entwickelt und hat die im ganzen Bistum verteilen lassen, sodass also auch alle wirklich sehen können, was gibt es da für Angebote. Andreas Rubel, also ein Osterfest, das definitiv anders sein wird als alle vorherigen. Ihnen trotzdem ein schönes Fest. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir hören uns dann danach wieder. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Frohe Ostern. Danke, ebenso.